ein herzliches Willkommen zurück. Juhu. Zu Shadow of the Tomb Raider auf dem PC auf Mega-Ultra-Einstellungen und tödliche Obsession, also auch sehr schwer. Oder das Schwierigste, was es gibt, wie auch immer. Wir sind im peruanischen Dschungel, wie es aussieht. Oben rechts steht's ja. Und sind jetzt schon 2,5 Stunden dabei beim Spiel, meine Güte. Wir schauen uns gerade mal die Fähigkeiten an, aber wir haben nur einen Fähigkeitspunkt, das bringt uns nicht viel weiter. Dann lassen wir das mal sein. Inventar. Können wir nichts verbessern bei dem, was wir haben? Also können wir das auch erstmal sein lassen. Und dann sammeln wir hier erstmal alles ein. Was wir hier so finden. Also wir gehen jetzt noch nicht weiter in das Dorf. Wir gehen erstmal hier hin. Eine Höhle. Mit einem Rucksack. Sehr schön. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Okay. Also hier, wo wir sind, haben wir hier zumindest schon mal... So gut. Wegpunkt setzen. Ich kann das Ding eh nicht sehen, glaube ich. Ich habe da keinen Instinkt. Aber da in der Ecke auf jeden Fall. Nö, Instinkt kann ich natürlich nicht nutzen. Das heißt, ich muss so laut nach der Karte gehen. Wie war das nochmal mit dem Schwimmen? Okay. So, ich will gar nicht wissen, wie viele Parasiten wir schon in uns haben. So viel, wie wir jetzt schon im Wasser unterwegs waren. Schön, dass wir direkt 2 Kletterexte haben. Ich meine, wir haben jetzt eben gerade nur 1 eingesammelt. Oh mein Gott. Hauptsache, wir haben 2. So, was haben wir hier oben? Dann auf einem auf jeden Fall. Und eine Goldader. Es ist dabei geblieben, dass man 3-mal schlagen muss. 5-mal Gold. Verkaufen Sie Golderz an Händler. Hier kann ich nicht tauchen, ist nicht tief genug. Eine Krypta entdeckt. Na denn? Gehen wir doch mal rein. Wir sind doch ein Grabräuber. Weißt du, voll die Baumeister, aber die Türen... Total schlampig zugemacht, damit man sie einfach wieder aufreißen kann. Oh, dunkel. Grabmarkierung, eine Grabanschrift auf einem Kreuz. Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Bewahr. Oder so. Vorsicht vor den Fallen. Das steht hier? Echt? Ich sehe es nicht. Ich würde es eher hier vorne sehen können, aber irgendwie... Egal, wir haben es. Und können weiter. Hier war seit Jahren keiner mehr. Ein Mülleimer. Ein antiker Mülleimer.
Truhen. Was haben wir hier? Rimac, der Geschichtenerzähler. Möge Rimac die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Okay. Haben wir ein schöner Geschichtenerzähler, wie es aussieht. Das ist eine Gedenkstätte. Achso. So, hier haben wir schon wieder Pilze. Die Tür kriegen wir von hier aus, glaube ich, nicht auf. Da haben wir eine Falle, da, also müssen wir da wohl lang. Fuck you. Hm. Ich glaube, das hätte böse geendet. Am liebsten würde ich ja die ganzen Tote auch gerne mal sehen. Einfach nur rein interessemäßig. Aber da ich immer wieder erstmal ein Lager anfange, immer wieder erst zum letzten Lager zurückkomme dann und wieder dort anfangen muss, lass ich das lieber. Verlänge der Schädel! Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung. Vermutlich. Einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Sie sagt aber auch vermutlich, also sie weiß es auch nicht. Vielleicht hatten sie doch Kontakt mit Aliens. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Und zu gucken, wie groß das Gehirn gewachsen ist, ne? In dem Schädel. Okay. Monolithen freigeschaltet. Alle Dialekte verbessert. Kann jetzt mittlere Quetschu-Monolithen lesen. Quetschu. Klingt fast wie Pikachu. Pikachu-Monolithen. So, ich nehme an, das Ding macht den Rückweg hier wieder frei. Was haben wir hier denn ständig? Die Grafik kann sich wohl nicht entscheiden, ob Matsch oder Laub. Hm, komische Grafik. Probleme haben wir hier wohl überall am Rand. Ich dachte, das wäre einfach. Tja, Mädchen. Was ist hier schon einfach bei Tomb Raider? Wir haben jetzt zwar keine weißen Markierungen mehr, aber das hier verrät natürlich auch Sachen. Neuen Ort entdeckt. Okay, da scheint es noch höher zu gehen. Ein antiker Mülleimer. Als ob ich mit meinem provisorischen Messer nicht hier die Tower einfach kaputt machen könnte und dann da hingehen könnte und... Na egal. Scheiße! das war knapp. Verspätet erst bemerkt, dass da doch eine Falle ist. Was machen diese ganzen Ostereierköppe hier? Osterinselköppe, nicht euer. Fuck you. Sieht der mal schöner aus hier. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Oder auch nicht. Dann klettern wir halt ein bisschen weiter. Haben ja so viel Spaß mit Klettern. Klettern macht Freude.
Vorausgesetzt, man stürzt nicht ab. Ich habe auch volles Kletteroutfit. Gerade meine Schuhe, die können sich so gut in die Wand. Warum? Okay. Hat das Spiel noch gewisse Fehler? Ha, da ist unser Sarkophag. Aber ich schaue natürlich hier auch erst nochmal rein. Ihr kennt mich ja. Ich gehe immer erst das andere machen als das augenblicklich Wichtigste. So, was haben wir denn hier? Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Ein Brief. Lösegeld für einen König. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru von Ocho Archivis. Tja, ja, Hauptsache das ganze Gold und Silber eingesackt, aber dann doch noch zum Tode verurteilen. So sieht's aus. So, dann gehen wir mal hier raus. Und schau mal, was wir hier haben. Ich will da auch mal reingucken. Ist doch leer. Überreste Abendsterns Umhang. Okay. So, kann man auch wieder runter. Ach, guck mal, der... Ah, nee, okay. Ich wollte gerade sagen, der Boden stimmt jetzt. Ich denke, da geht's aus. Genau, hier sind wir wieder. Na denn, hier haben wir eigentlich, soweit ich weiß, nichts übersehen. Also können wir hier einfach mal durchrennen. So, das war eine Krypta in diesem Teil. Da haben wir doch noch was. Achso, das ist ja unser Überlingsversteck, was wir markiert hatten, aber eh nicht sehen können. Das ist sehr schön. Haben wir sonst noch was auf der Karte? Nein, hier zumindest nicht. Da haben wir noch ein Überlebensversteck. Und wir könnten jetzt das Herausforderungsgrab machen. Aber wie kommen wir wieder zurück? Gar nicht, soweit ich weiß. Außer wir können jetzt endlich mal Schnellreise machen. Ich muss nochmal nachgucken, ob das jetzt funktioniert. Oh, was haben wir denn hier? Jacks Tagebuch 5. 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit.
Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Könnte, wer weiß. Aber ich nehme es mal an. Es wäre ein Wunder, wenn wir die nochmal finden, treffen würden. Oh. Holz kann ich gebrauchen. So, gehen wir mal hoch ins Lager, würde ich mal sagen. Und schauen wir, ob wir eine Schnellreise zurück machen können. Bei dem eigentlichen Weg, wie ich auch hergekommen bin, den kann ich nicht wieder zurückgehen. Ah, hier haben wir aber noch ein paar Sachen zu sammeln. Nochmal eine Kiste Bergungsgut. Schauen wir mal, ob Schnellreise funktioniert. Nee, geht leider nicht. Kein Zugriff. Wir haben immer noch nur einen Fähigkeitspunkt. Erhalten Sie die Fähigkeit, Pfeilgift und Toxinen von Spinnen und Käfern zu sammeln. Provisorische Messer zum Sammeln. Ich denke mal, das nehmen wir noch mit. Ich glaube, wir können die ganzen Sachen echt gut gebrauchen. Gift und sowas müssten wir eigentlich, denke ich mal, doch ganz unbedingt herstellen können. Also machen wir das hier jetzt auch mal mit. Mal der Eule. Malen wir wie die Eule. So. Wir können bei unseren Sachen nichts verbessern. So, wir könnten den Umhang hier ausbauen. Natürliche Ressourcen gewährt zusätzliche Pflanzen- und Mineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Die Effekte von Wahrnehmung halten länger, benötigt die Fähigkeit Auge des Adlers. Dann lass mal das mal. Wie lange sind wir denn schon beim Spielen? Uhrzeit 2:40. 5 Minuten haben wir noch, okay. Schade, also zurück können wir erstmal nicht mehr. Müssen wir also erstmal weiter. Gut, Jonah, los geht's, oder? Wie kommen wir durch? Gibst du mir mal? Da unten ist doch das Dorf. Siehst du das? Das muss Kuwakyaku sein. Wir müssen da runter. Oh, mit einem Tempel natürlich. So, immer erst nochmal umdrehen, bevor man weitergeht. Kann ja immer wieder was da sein. Haben wir denn irgendetwas auf dem Weg? Guck mal, was haben wir denn da? Ein Wandgemälde. Ja gut, ich kann es ja eh nicht markieren. Aber okay, nur damit ich Bescheid weiß, dass da was ist. Dass ich aufmerksam bin. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Kein regulärer zumindest. Achso, ich muss laufen. Oh. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Oh, ich mit Höhenangst, da wird es mir auch komisch werden. Oh, hab dich! Alles okay? Ich bin okay.
Meine Füße sind ganz schwarz. Nur noch ein paar Schritte. Okay, okay. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Noch leben wir. Von daher ist alles okay. Was macht der denn? Da rennt er einfach runter. Der wäre normalerweise tot. So schlimm ist es doch auch nicht, mit mir hier da rumzulaufen, oder? Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. So, was haben wir in der Nähe? Schale mit Pulver. Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung hell-oranger Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Ein bisschen ausschütteln hier. Cool, cool. Kukulkan. Cool, cool. So, hier war noch was. Ach ja. Spinnen oder Käfer? Wanderspinne. Das Gift dieser Spinne dient der Herstellung von halluzinogenen Furchtpfeilen. Cool. Oh, schönes Bild. Wie auch immer ich dann diese Pfeile herstelle. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Mittlerer Quetschua-Monolith, den können wir lesen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Zwei Schlangen bewachen Leben und Tod. Ich liege gefangen in ihrem ewigen Kampf. Die zwei Schlangen haben wir vorhin gesehen. Willst du es probieren? Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Hier. Endlich. Das hat meine Freundin nicht gefunden. Was ist da drin? Monolithschatz gefunden. Suchen Sie die Welt nach Monolithen und enthüllen Sie Ihre Geheimnisse. Okay, aber wie viel hat mir das jetzt gebracht? Ich habe jetzt leider nicht drauf achten können, was ich da jetzt alles bekommen habe. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen meiner Familiensituation eher selten gemacht. Ah, hier haben wir das Wandgemälde. Eine Darstellung. Das hier zeigt den Inka-Gott Can. Er war der Sohn des Sonnengottes Inti und der Mondgöttin Pachamama. Can kontrollierte Wind und Regen, obwohl er einigen Legenden zufolge nur für das von Süden kommende Wetter verantwortlich war. Während von Norden kommendes Wetter in die Zuständigkeit seines Bruders Pachacamac fiel. Okay. Interessant. Okay, wir sind bei 20 Minuten angekommen. Das heißt, wir sind am Ende dieser Folge. Ja. Wir haben wieder eine Krypta gefunden, wir haben unsere Kletteraxt wieder gefunden. Wunderbar. Jetzt können wir endlich ein bisschen mehr machen. Wir können Insekten sammeln. Mal gucken, wie das funktionieren soll mit der Halogen und sowas. Bin ich echt mal gespannt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ihr dürft einen Daumen oben da lassen und auch ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays. Würde ich mich zumindest sehr freuen. Entschuldigung. Ja, das war Shadow of the Tomb Raider auf tödliche Obsession, auf Mega-Ultra-Einstellungen und UHD 2K auf dem PC. Mit mir von Nöher, Gameplays als Hobby. Viel Spaß noch. Tschüss.